Ja, der Familiennerd spielt nicht nur gerne, er liest nicht nur gerne selbst Fantasy oder Science-Fiction-Bücher oder alles andere, sondern manchmal liest er seinen Kindern auch Bücher vor. Manchmal ist gut, eigentlich relativ häufig. Bei drei Kindern kommt es durchaus vor, dass man das mal tut. Allerdings, umso mehr Kinder im Haus sind, umso schwieriger ist es auch, Bücher zu finden, die allen Spaß machen. Gerade wenn ein bisschen mehr Text ist, dann sagt der Kleinste, das ist langweilig und will immer umblättern. Oder ja, das Bilderbuch reicht der Größten dann auch nicht mehr. Allerdings, so eine kleine Ausnahme. Ich dachte, es ist eine Serie, bis ich festgestellt habe, es ist gar nicht der gleiche Autor. Legt das Buch weg und, hier steht es nicht auf der Rückseite, aber kleines Monster kommt da raus. Mit zwei Büchern, die mir jetzt aufgefallen sind, die tatsächlich Ars Edition einmal und dann jetzt vom CBJ Verlag, also auch komplett unterschiedliche Verlage, aber tatsächlich so das gleiche, die gleiche Thematik haben und die dabei für uns sorgen, dass tatsächlich man damit mit allen drei Kindern, also die ab einem Jahr, es ist so einfach gezeichnet, dass das, gut, erst anderthalb, aber man muss vielleicht dazu sagen, mit einem Jahr wird es wahrscheinlich noch nicht klappen, alle diese Bücher lieben, sie alle gerne angucken, alle auch nach dem 35. Mal durchlesen, also liebe Eltern, ihr müsst stark sein, es immer, immer wieder angucken wollen und immer wieder die Aktionen machen, die man machen muss. Ich sage gleich, es sind im Grunde Mitmachbücher, sehr toll finden und auch der kleinste Monster, Monster ist das, was ein häufig genanntes Wort, zumindest immer, wenn er dieses Buch in der Hand hat, das Neueste, findet er einfach großartig. Kommen wir aber zum ersten Buch, Finger weg von diesem Buch heißt es. Ja, schnell. Kann starten. In Finger weg von diesem Buch geht es im Grunde um dieses namenlose blaue Monster, was auf jeweils Doppelseiten versucht, die Kinder davon abzuhalten, umzublättern. Die Textmenge ist im Grunde immer egal, immer gleich lang, nicht egal. Manchmal aber, das ist diese, ja, was man tatsächlich auch beim Vorlesen bedenken muss, man muss dieses Buch leben. Das heißt, dieses Monster wird alles versuchen. Es wird lauter werden wie hier. Das heißt, man muss auch wirklich versuchen, ja, spaßig, aber mit den Kindern wirklich ein bisschen Rabatz zu machen. Das finden sie einfach großartig. Und dieses Monster, das droht, es wird noch lauter und es versucht nachher. Sagt den Kindern, wenn sie weiterblättern, dann fallen ihre Haare aus und dann versucht es auf einmal das Gegenteil. Haare fallen aus. Natürlich fallen die Die Haare. Haare werden Ach weiß. ja, stimmt. Und es versucht dann Tricks, die Haare werden weiß, wenn sie weiterblättern. Oder aber dann das pure Gegenteil, es verzweifelt und dann sagt es, dass man doch weiterblättern soll und wenn man dann doch weiterblättert, war es natürlich nur ein Trick und es ist einfach verzweifelt. Am Ende dieses Buches kommt man dann tatsächlich zur Lösung. Die Lösung, die möchte ich hier gar nicht ganz groß verraten, das kann auch für Erwachsene eine Überraschung sein. Sie ist auf jeden Fall sehr süß, ist kein böses Ende, denn das Monster, das hat natürlich einen Grund, warum es versucht zu verhindern, dass man weiterblättert und ja, die Auflösung, die wird die Kinder zum Lachen bringen, das kann ich versprechen. Ja, es bleibt zu sagen, tatsächlich von Anfang bis Ende, den Kindern macht es Spaß. Ich habe immer das Gefühl, dieses Ende, das ist gar nicht so richtig greifbar nachher, diese große Überraschung zum Ende, die ich jetzt hier extra nicht vorgestellt habe, soll ja auch eine Überraschung sein, aber ich kann sagen, es ist ein lustiges Happy End. Das heißt, wir haben hier nicht das böse Monster, das kann man sich sicherlich vorstellen. Ja, tatsächlich ein wirklich, es ist einfach ein verrücktes Buch, kann man glaube ich sagen, in seiner ganzen Art und Weise. Und jetzt kam zum Frühjahr das für mich gefühlte Nachfolgebuch raus, zumindest für unsere Familie hier. Kleines Monster kommt da raus. Ich glaube, man kann es gut sehen. Auch hier auf dem Cover nicht ganz, so ich drehe einmal um. Aber die Monster, ja, ein bisschen verschieden sind sie schon. Und ja, gucken wir uns doch einfach auch zu diesem Buch noch ein bisschen an. Monster kommt da raus, beschäftigt sich auch mit einem blauen Monster, allerdings mit zwei Hörnern, es guckt ein bisschen lieber. Und dieses Monster hat sich in das Buch geschlichen. Nun gilt es für uns zu versuchen, das Buch zu befreien. Und das machen wir hier im Grunde nicht nur durch Lautstärke wie in einem anderen Buch, sondern hier müssen wir Sachen machen. Das hebt sich sehr schön voneinander ab, denn hier wird zum Beispiel das Buch geschüttelt. Oder das Buch wird, ich soll ihn kitzeln, damit das funktioniert. Auch hier, man sieht es ein bisschen, die Schriftart variiert sehr doll. Hier soll ich pusten, ihn wegpusten. Und das gelingt auch ein bisschen, er wird weggepustet, aber er ist noch da. Und so, ja, soll ich das Buch kippen? Es gibt tatsächlich wirklich, hier soll ich es dann wedeln und ich soll es umdrehen. Und ja,
So setzt es sich im Grunde fort, immer mit dem Ziel, dass das Monster verschwindet. Und tatsächlich gibt es auch hier natürlich eine Auflösung, die ja auch überrascht. Laut sein natürlich auch hier ein Thema und am Ende auch ein schönes Happy End hat. Ja, komplett anders. Auch hier wirklich überraschend das Ende. Sogar mich tatsächlich, hier hatte ich immer eine Ahnung, wohin es laufen könnte, aber hier wirklich großartig. Und wenn es dann passiert, was passiert, nämlich dass das, soll ich sagen? Ja, ich sag's einfach, dass das Monster dann kurz nicht mehr im Buch ist, reagieren die Kinder großartig drauf. Und ich finde, gerade sollte auch ein Kind zu Hause Angst haben, gerade vor irgendwelchen Monstern im Schatten oder was weiß ich, da gibt es ja tausend Möglichkeiten unter dem Bett. Hier ist wirklich eine gute Art, wie man das Monster oder die Monster hier wieder schön in die Bücher kriegt, sodass sie nicht unterm Bett sind. Finde ich einfach traumhaft, sehr gut gelungen. Und somit wirklich, also ich kann es nur wiederholen, Finger weg von diesem Buch und kleines Monster kommt da raus. Ja, einfach zwei tolle Bücher, die Kindern von 1,5 bis 6 auf jeden Fall eine Menge Spaß machen und die ihr wirklich häufig vorlesen müsst, das kann ich garantieren. Ja, insofern zwei absolute Empfehlungen von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ein Daumen hoch geht und ich einen kleinen Like kriege für diesen Beitrag. Ich freue mich natürlich auch über jedes Abo. Und sonst, ja, Twitter, Instagram, Facebook, den Familiennerd findet ihr einfach überall. Schaut einfach mal vorbei. Vielen Dank.